Vor ca. 6 Monaten habe ich euch dieses Ding hier gezeigt, die Yi 4K Plus. Jetzt hat mir Yi noch die Yi Lite, den kleinen Bruder der Yi 4K Plus, zur Verfügung gestellt und das ist eine Actioncam für ungefähr 110 Euro. Ob die Yi Lite ihrem großen Bruder gerecht wird oder ob sie vielleicht doch keine so gute Wahl ist, das klären wir in diesem Review. Und am besten bleibt ihr bis ganz zum Ende dran, denn da gibt es noch einen kleinen Tipp, wie ihr bares Geld sparen könnt. Hier direkt am Anfang schon ein kleiner Disclaimer, denn die Yi Lite bietet momentan mit dem aktuellsten Update keinen Autowert mehr für den ISO, das heißt, der passt sich nicht mehr automatisch an. Das heißt, man muss für jede Situation gucken, okay, wie hell ist gerade das Licht, beziehungsweise wie viel Licht habe ich, wie muss ich deinen ISO-Wert einstellen? Für mich meiner Meinung nach absolut unbrauchbar für eine Actioncam, deswegen habe ich erstmal die Yi Lite downgegradet von der Software her und dann wieder die Auto-ISO-Funktion zu nutzen und naja, deswegen funktioniert alles wieder ganz gut. Zuerst einmal widmen wir uns aber dem Verpackungsinhalt. Wo die Yi 4K Plus noch in hochwertiger Pappe daherkam, müssen wir uns jetzt mit einer Plastikpackung zufrieden geben. Immerhin ist diese allerdings schön designt und bringt auch gleich die Features nahe. Manche von denen haben sich sogar noch verbessert. Naja, wir wissen ja alle, die inneren Werte und so. Im Inneren finden wir dann die Kamera selbst, ein Unterwassergehäuse, was die Kamera bis 40 Meter wasserdicht halten soll, ein Micro-USB-Kabel, leider kein USB-C, und noch ein bisschen Papierkram. Vom Design orientiert sich die Yi Lite stark an der Yi 4K und der Yi 4K Plus, allerdings ohne Schachbrettmuster. Und auch der kleine Yi Lite Schriftzug bleibt logischerweise Yi Lite exklusiv. Auf der Oberseite finden wir dann den Lautsprecher, ein Mikro, eine kleine LED und die Ein-Aus-Taste. Auf der linken Seite finden wir den Micro-USB-Ladeanschluss. Da die Halterung für die Akkuklappe diesmal jedoch etwas kürzer ausgefallen ist als noch bei der Yi 4K Plus, kann das Laden manchmal zu einer kleinen Friemelarbeit werden. Ist aber ansonsten nicht weiter schlimm. Unten finden wir dann die Akkuklappe mit ein paar Informationen, darunter natürlich den Akku und den SD-Kartenslot. Und direkt daneben den Stativanschluss und ich kann mich immer nur wiederholen, aber den direkt in der Kamera eingebaut zu haben, ist echt einfach ungemein praktisch. Die Akkulaufzeit ist mit ca. 100 Minuten echt ordentlich. Besonders praktisch hierbei, auch Aufnahmen während des Ladens sind möglich. Auf der Rückseite haben wir dann das Highlight der Kamera, den 2 Zoll großen Touchscreen. Dieser fällt zwar etwas kleiner und mit 320x240 Pixeln auch etwas unschärfer aus als noch bei der Yi 4K Plus, geht aber voll in Ordnung. Eingaben gehen leicht von der Hand und um den Bildausschnitt abzuschätzen, ist ein Bildschirm sowieso immer Gold wert. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, manchmal scheint der Screen etwas nachzuziehen. Gerade im Fotomodus fällt dies deutlich auf. Letztlich ist der Touchscreen jedoch gut zu gebrauchen und das liegt nicht zuletzt am nächsten Punkt. Der Software. Auch hier hat die Yi Lite viel von ihrem Bruder geerbt. Und das ist auch gut so, die Menüs sind aufgeräumt, Einstellungen verständlich und gut zu finden. Auch bei der Yi Lite kann man ISO-Wert, Belichtungswert und Weißabgleich manuell einstellen. Hierfür schon mal ein großes Plus. Noch besser allerdings ist die Tatsache, dass man den Actioncam-typischen Fisheye-Effekt, der durch die 150 Grad Weitwinkellinse entsteht, ebenfalls auf Wunsch rausrechnen lassen kann. Meiner Erfahrung nach ist die Yi Lite hiermit eine der wenigen Actioncams um die 100 Euro, die diese ungemein praktische Funktion bieten, denn oft ist es schon ganz schön praktisch, wenn eben nicht sofort erkennbar ist, dass dieses Video nur mit einer Actioncam gedreht wurde. Gerade wenn man vielleicht den Actioncam-Shot noch in ein anderes Filmprojekt einbauen möchte, ist es echt praktisch, wenn man halt keinen Fisheye-Effekt hat. Eine Einstellung des Shutter-Speeds, also der Verschlusszeit, ist leider nicht möglich, somit müsst ihr gerade im Innenraum immer wieder mit dem fast schon Actioncam-typischen Flackern rechnen. Ansonsten weiß die Software allerdings zu überzeugen. So haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, sämtliche LEDs der Kamera auszuschalten, besonders praktisch, wenn man mal im Dunkeln filmen möchte oder halt beim Filmen einfach nicht unbedingt gesehen werden möchte. Die App ist Yi-typisch ebenfalls sehr gut, die Verbindung funktioniert problemlos und alle Dateien können direkt angeguckt oder auch direkt aufs Handy heruntergeladen werden. Damit haben so manche andere China-Cams bzw. deren Billig-Apps oft Probleme. Mit Yi habe ich bezogen auf Software eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Fehler werden in der Regel zügig per Update behoben und sogar die Leistung wird noch gesteigert. So kann die Yi Lite 4K mittlerweile mit 20 statt den ursprünglich angekündigten 15 Frames pro Sekunde aufnehmen. Zugegeben, das macht die 4K-Funktion immer noch nicht wirklich nutzbar, ist aber zumindest mal ein netter Zug. Das bringt uns direkt zum wohl wichtigsten Punkt der Review, der Bildqualität. Und eins direkt vorweg, wer sich die Yi Lite kauft, dem muss eins bewusst sein. Sie ist eine 1080p bzw. 1440p Cam. Beides beherrscht sie mit 60 bzw. 1440p mit 30 FPS und elektronischer Bildstabilisierung. Auch Aufnahmemodi bietet die Yi Lite, wie schon die Yi 4K, zuhauf. Von Fotos und Videos über beides gleichzeitig zu Zeitlupenaufnahmen mit 120 FPS bei 720p bis hin zu 4K Zeitraffer und Serienbildaufnahmen bis zu 10 Bildern mit jeweils 16 Megapixel in einer Sekunde. Und natürlich den guten alten Selbstauslöser. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Aber jetzt genug geredet, Stativ gepackt und los, reden wir über die Videoqualität. Und dazu kann man nur sagen, solide.
Klar, für 100 Euro kann man hier nicht die Welt erwarten, aber ich muss sagen, hat man das ISO-Problem dann doch mal überwunden, sind die Videos mit der Yeelight ausreichend scharf und machen alles in allem eine gute Figur. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, dass es die Yeelight mit dem Kontrast manchmal etwas zu gut meint. So geraten viele Aufnahmen ein bisschen zu dunkel und kontrastreich, sodass sich Details, zum Beispiel bei Schwarzwerten, verlieren. Dies ist jedoch zum Glück eine Sache, bei der man mit der Belichtungskorrektur oder eben in der Nachbearbeitung noch etwas nachhelfen kann. Die Lowlight-Performance der Yeelight ist jedoch Actioncam-typisch eher mäßig, um es mal freundlich zu sagen. So verrauschen Aufnahmen im Dunkeln relativ leicht. Für ein paar coole Aufnahmen zu Silvester reicht es aber allemal. Was hingegen ganz gut funktioniert, ist die elektronische Bildstabilisierung. Zwar wobbelt das Bild dann etwas durch die Gegend, gerade bei den Shots aus der Hand kann die elektronische Bildstabilisierung aber gerne mal etwas helfen. Kommen wir aber zum Fazit. Die Yeelight macht als kleiner Bruder der Yee4K und der Yee4K Plus einiges richtig. Mit dem geerbten Touchscreen lässt sie sich leicht bedienen, Einstellungen lassen sich bequem und verlässlich über die App vornehmen. Die Bildqualität ist dem Preis der Kamera angemessen. Zudem bietet sie einige interessante Funktionen, wie zum Beispiel eine halbwegs brauchbare Stabilisierung oder noch viel interessanter, eine Korrektur des Fisheye-Effekts, was in dieser Preisklasse wohl seinesgleichen sucht. Leider macht die Yeelight auch einige Dinge falsch. Das übersättigte Bild zum Beispiel war mir ständig ein Dorn im Auge. Zwar lässt sich dies, wie erwähnt, durch die Belichtung oder Nachbearbeitung korrigieren, schön ist es aber trotzdem nicht. Auch das Fehlen einer Shutter-Speed-Einstellung führt hier und da zu Problemen, da es so wie gesagt zum typischen Flackern kommen kann. So bleibt die Yeelight meiner Meinung nach letztlich zwar hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurück, ist aber an sich keine schlechte Actioncam. So bietet sie für 110 Euro eine komplett runde Erfahrung, sowohl Software als auch technisch funktioniert alles relativ gut und man kann sich einfach auf die Yeelight verlassen. Und das ist ein Punkt, der bei vielen China-Actioncams nicht so ist. Die haben dann Software, die nicht richtig funktioniert und wenn man dann wirklich mal irgendwie on the go Bilder angucken will, dann stürzt alles ab und nichts funktioniert. Und das ist hier bei der Yeelight anders. Da die Bildqualität natürlich für 99 bzw. 110 Euro nicht der Hammer ist, kann ich die Yeelight vor allen Dingen an Actioncam-Einsteiger empfehlen, denen die Videoqualität nicht so unglaublich wichtig ist, die aber zum Beispiel im Urlaub mal ein bisschen was aufnehmen wollen, um da ein paar Erinnerungen auf Video festzuhalten. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, die Yeelight ist für Einsteiger durchaus immer eine Überlegung wert und reicht auf jeden Fall vollkommen, um eurem nächsten Urlaub irgendwie unter Wasser, über Wasser oder beim Skifahren auf jeden Fall richtig gut festzuhalten. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Und ich hatte ja gesagt, dass es noch einen kleinen Tipp gibt am Ende und den gibt es jetzt nämlich auch noch. Momentan gibt es nämlich sogar die Yee4K für 130 Euro im Angebot. Und da würde ich euch momentan sagen, anstatt der Yeelight, kauft einfach die Yee4K. Die ist da nochmal deutlich besser, alleine wegen der 4K-Auflösung und dem besseren Touchscreen. Schaut auf jeden Fall auf Amazon vorbei, das Angebot ist auch unten verlinkt, das ist ein kleiner Gutschein auf Amazon, da kriegt ihr nochmal 70 Euro off, das heißt 130 Euro habt ihr am Ende, das sind 20 Euro mehr als die Yeelight und da denke ich, kann man sagen, ja, das kann man machen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr noch Kritik habt oder so und ansonsten, wie immer, habt einen schönen Tag und macht es gut, stay sheepy oder so, bis dahin, haut rein, ciao. Hi.